Schönen guten Morgen, komm rein ins Auto. Wir haben eine Mai-Aktion zu starten. So, willkommen in meinem kleinen Wahlkampfauto. Wir starten heute mit der Mai-Aktion. Wir fahren jetzt nach Bergheim zum Altenheim und stellen da einen Maibaum. Aber nicht nur in Bergheim, machen wir auch in Bettburgen überall im Rhein-Erft-Kreis. Jeder Stadtteil bekommt einen Maibaum, weil uns einfach oder mir auch einfach wichtig ist, dass wir jetzt zum Mai so ein gewisses Gefühl von Normalität uns wiederholen. Es kann einfach nicht sein, dass einfach gar nichts stattfindet. Einige Mai-Gesellschaften stellen ihre Bäume auf und wir als SPD oder auch ich als Bundestagskandidat will da auf jeden Fall mitmischen und ein Zeichen setzen. Auch den Menschen ein Zeichen von Hoffnung auf Normalität. Einfach auch den Brauchtum ein bisschen pflegen. Dann fahren wir jetzt zuerst nach Bergheim. Wir haben uns alle negativ testen lassen, machen das so klein wie möglich. Wir haben jetzt gleich einen vom Ortsverein dabei, dann halt mich, meine Wahlkampfleiterin. Ja, und dich, ne? Das war's dann schon. Dann gucken wir mal, ob gleich aus dem Altenheim, aus dem Seniorenzentrum jemand rauskommt. Stellvertretend für die Senioren, alles auf Abstand selbstverständlich. Wir möchten nicht in die Seniorenzentren rein, auf keinen Fall. Das wollen wir nicht. Aber man muss es ja irgendwie machen, irgendwas möchte man ja machen. Ja, ist alles schwierig. Aber man will es trotzdem möglich machen, ne? Jawohl, da sind sie. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Thank you.
Eine Kleinigkeit. Bella, ciao und Katjuscha. Noch nie so vor vielen Leuten gespielt. Bin schon ganz nervös. Gewöhn dich dran.